Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine herzallerliebsten, liebsten Butterblümchen. Wir machen ein Liebesorakel, und wir schauen mal heute auf euren Seelenplan. Das habe ich mir überlegt. Da kriege ich direkt eine Gänsehaut, aber kein Witz jetzt, ist kein Scherz. Boah, ich weiß auch nicht, das kam mir richtig gerade ein Schauer. Also ich bin gespannt. Mal gucken, was sich heute zeigt. Ich möchte jetzt erstmal ihn rausnehmen. Dein Gegenüber. Dein Herz. Herzensmensch, Mann, Frau, was auch immer du da, dein Gegenüber, wie sich das gestaltet. Ich denke ja sowieso, na ich meine, es gibt ja ganz verschiedene Weltbilder, aber so, ich denke ja so, dass in der übergeordneten Welt, sagen wir mal, in diesem wenn es nicht um die weltliche Liebe hier geht zwischen Mann und Frau oder Frau, Frau, wie das auch immer sich gestaltet, aber halt diese fleischliche Liebe eben, ne? Die fleischliche Liebe. Glaube ich, dass das keine geschlechtliche Liebe mehr ist auch von der Seelenebene, auf der Seelenebene, ne? Von daher, genießt es, Leute. Genießt es hier. Ich suche ihn und suche ihn und finde ihn nicht. Habe ich ihn denn so übersehen oder ist er nicht da? Ach, da ist er ja. So, da haben wir ihn. Und da wollen wir mal auf euren Seelenplan gucken. Aber jetzt gucken wir mal zuerst auf sein. Aber was die Liebe angeht. Denn wir wollen ja nicht bei ihm rumschnüffeln. Wer weiß wie, ne? Sondern es geht auch ja um eure Liebe. Ne? Und am unterm Strich. So. Ja, wir machen aber trotzdem hier natürlich ein allgemeines Reading. Ne? Das ist jetzt keine persönliche Legung. Bitte, bitte seht es auch nicht als persönliche Legung. Ich bitte euch auch, die YouTube-Videos wirklich nicht als Lebensleitfaden zu nehmen, sondern bei euch selber unbedingt zu schauen, was eure eigene innere Stimme sagt. Ne? Das finde ich sowieso am wichtigsten. Und ich finde auch, man kann sich das durchaus auch zur Unterhaltung angucken. Das ist völlig in Ordnung. Und oder sich so die ein oder andere, ja, was ganz anderes daraus ziehen, ne? Was gar nichts vielleicht mit eurer Liebe zu tun hat, aber es ist vielleicht so ein Satz oder irgendwas geht dir ein Licht an oder sagst, Mensch, ja, stimmt, mal so eine ganz andere Sichtweise. Einfach nette Impulse, ne? Das kann das auch sein. Also, das wollte ich vorab einmal sagen. Ich hatte ja im letzten Video oder vorletzten Video, ich weiß es gar nicht genau, auf jeden Fall in einem der letzten Videos, hatte ich ja auch angesprochen, dass meine Schwester numerologisch-astrologische Beratung macht. Und ja, weil die das vor meinem Auswandern in die Schweiz auch für mich mal so ein bisschen beleuchtet hat und ich war echt baff, was man durch Numerologie oder auch Astrologie wirklich, wie weit man doch da in die Tiefe gehen kann. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich bin ja mehr so der Bilder, ich brauche Bilder, ne? Und ja, sie braucht Zahlen und ich finde das faszinierend überhaupt, das ganze Thema. Ja, wenn ihr das mal beleuchten wollt aus dieser Sicht, ne, würde ich euch empfehlen, mich mal bei ihr zu melden. Ich pack mal ihre Homepage unten in diese Videobeschreibung in die Infobox rein. Und wenn jemand da Interesse hat, mal zu schauen, könnte das gerne machen. Die heißt übrigens Petra Dinkelmann. Und so auch die Homepage. Ja, wollte ich auch nochmal ansprechen. Und das war's jetzt, glaube ich. So, das war's. Mehr habe ich nicht zu sagen. Und jetzt geht's los. Jetzt mischen wir hier einmal durch und dann schauen wir mal. Aber mit funktionierendem Teelicht. Das geht aber gar nicht hier. Ich muss das mal eben anmachen. Das muss hier ein komplettes Bild ergeben. So. So. Jetzt machen wir aber hier steht Start. Mit der spannenden Legung. Nicht vorspulen. Ihr müsst es spannend machen, Leute. Spult nicht vor, macht es euch spannend. Ich habe wirklich vorhin eine Gänsehaut gekriegt, das ist kein Witz jetzt, ne? Das war jetzt von mir nicht irgendwie so, mir irgendwie das spannend machen oder so.
Ich habe wirklich, als ich gesagt habe, wir schauen mal auf seinen Seelenplan, habe ich wirklich eine Gänsehaut gekriegt. Es war schon komisch. Ja, aber vielleicht kommt ja auch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das habe ich doch selber auch so gefühlt und selber auch so wahrgenommen. Möglich ist das, ne? Möglich ist das. So. Jetzt räuchern wir mal hier noch einmal. Orakelchen. Dann zeig uns doch mal bitte einen Blick in seine Seele, in den Plan, in den großen Plan, der hinter dieser Liebe steckt vielleicht auch. Aber auch, was so persönlichen Wachstum da bedeuten könnte oder eben auch nicht. Ich mische noch einmal durch und was da nicht springt, das möchte sich auch nicht zeigen. Okay. Wir wollen mal gucken, was sich verbirgt heute. Okay. Oh. Das große Misstrauen. So, wir haben, und das hatte ich in den letzten Legungen, die ich gemacht hatte, habe hier für YouTube jetzt, ne? Wirklich sehr oft, dass der Fuchs so eine dominante Rolle gespielt hat und ich so auch das Gefühl hatte, hier ist so ein grundsätzliches Vertrauensproblem. Das hat ja nie jeder, ne? Das hat ja nie jeder ein Vertrauensproblem. Also das heißt ja wirklich so ein bisschen, ja, wir Menschen sind halt allgemein, dass wir nicht blind auf jeden vertrauen. Das bringt das Leben mit sich und das ist auch ganz normal und richtig so, ne? Aber es gibt nur Menschen, die haben das ja sehr stark. Die sind wirklich erstmal ganz in sich und beobachten erstmal die ganze Situation und haben immer so das permanente Gefühl im Unterbewusstsein, irgendwas, da wirst du doch beschissen oder da läuft doch irgendwas nicht richtig oder die meinen das bestimmt nicht ehrlich oder. Ne? Schlückschen trinke nebenbei. So. Jetzt wollen wir ja auf, ach so, hier die Karte. Oh, ah, wir wollen ja jetzt mal auf das Größere, auf das bisschen, mal ein bisschen aus einer weiteren Perspektive eure ganze Liebe betrachten, ne? So versuchen, das große Ganze dahinter zu sehen. Jetzt haben wir zum einen hier, habe ich die Karte, das Thema, ne? Was darüber steht, jetzt, zu dieser Zeit. Ne? Also was eure Liebe jetzt, das heißt nicht, was in 20 Jahren ist, sondern wie es jetzt aussieht. Ne? Es ist ja auch alles beweglich. Und es geht wirklich um das Sprechen, die Kommunikation. Und wenn hier ein Vertrauensproblem ist und als übergeordnetes Thema hier die Kommunikation steht, ne? Dann geht es darum, dass er seine inneren Zweifel auch nach außen trägt und sie anspricht. Und hier haben wir es nämlich. Wir haben hier den Fuchs, the Park, das Kreuz und die Wolken. Und bei dem Park ist es ja nicht nur immer ein Date, ein Treffen, denn wir haben ja gesagt, wir wollen ja so ein bisschen von oben drauf schauen und ein bisschen das große Ganze versuchen dahinter zu sehen. Und hier geht es wirklich darum, dieses Vertrauensproblem, was in ihm da steckt. Ne? Warum auch immer das so ist, ne? Warum auch immer, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber dieses Vertrauensproblem einfach nach außen zu tragen und, oh, ach, jetzt verschiebe ich hier schon die Karten. Moment, so war das. Nach außen zu tragen und das nicht in sich zu behalten und sozusagen sich seinen eigenen Film zu machen. Dann kommt man nie davon weg und dann meint man immer, macht man sich immer seine eigenen Geschichten, ne? Und mit der Kommunikation und dem Paket geht es darum, nach außen und offen das zu tragen und offen auch wieder auf Menschen zuzugehen. Denn der Park, der ist ein Treffpunkt, wo sich Menschen begegnen, wo Menschen sich positiv treffen, offen, freundlich, positiv, so, ne, diese energiemäßig. Genau da hakt es hier, das ist dieses Schwere bei ihm, das, was in ihm ist, ganz offen nach außen zu tragen, denn er versteckt manche Dinge vor sich selbst sogar. Und das hat einfach damit zu tun, nicht hinschauen zu wollen.
Ne? So, und er hat, ich bin jetzt ganz ehrlich, ne, ich nütze ja nichts, ich muss ja hier ganz ehrlich sein, er hat wirklich aber auch das Thema, er muss das Materielle, Finanzielle so ein bisschen loslassen. Ne? Er muss da einfach von dieser, umso mehr verdichtet und verhaftet sich das Ganze auch, umso mehr ist er in dieser Welt auch verdichtet und hat immer weniger Zugang eigentlich zu seinem Herzen, seine Seele, die sagt, Mensch, da gibt's doch noch was anderes, als hinter dem Geld den lieben langen Tag herzurennen. Du bist doch noch aus einem ganz anderen Grund hier. Ne? Du möchtest Liebe geben, du möchtest Liebe fühlen. Du bist hier, um zu lieben, um die Liebe zu erfahren, zu erfühlen, um dadurch Mensch zu sein, um dein menschliches Schöpferwesen in dir dadurch leben zu können. Frei vor allen Dingen. Und nicht belastet wie so ein Packesel, der da seinen Koffer voller Gold und jetzt mal, ne, übertragen, im übertragenen Sinne, ne? Seine Koffer voller Gold auf dem Esel da drauf stapelt, der Esel, der bricht bald zusammen, der kann schon kaum noch laufen, der stellt sich das mal vor. Das ist eigentlich nicht lustig, aber wenn man sich's nur vorstellt, darf man da auch drüber lachen. Ne, ich sag's ja nicht, dass mir jetzt hier die Tierschützer gleich um die Ecke kommen. Nein. War ein bisschen Spaß. Aber es geht so wirklich darum, diese Dinge auch mal loszulassen und zu sehen, du, da ist aber noch was ganz anderes. Wir wollen natürlich schon ein paar Klärungskarten ziehen. So, und er muss auch den aktiven Part so ein bisschen, er muss wieder, weißt du, er ist so ein bisschen in seinem Leben, er hat das zwar alles so weit im Griff, ne? Aber er ist nicht so der aktive Part. Der lässt sich so einfach so, ja, ich sag immer, wie mit so einem Boot ohne Paddel, ohne Motor, ohne nix, Nippes auf dem offenen Wasser. Und ja, du hast keine Kontrolle darüber, welchen Hafen du ansteuerst oder ob du überhaupt einen ansteuerst. Nix. Du kannst einfach nur drauf hoffen, dass der Wind sich so dreht, dass du irgendwo passend ankommt sozusagen. Und das ist nicht so gut, weil da steckt man meistens fest. Und er muss aktiver werden, muss so ein bisschen den Kampfgeist wieder kriegen. So, das muss er wieder in sich und nicht nur in seinen Selbstzweifel. Und Vertrauen natürlich hat immer auch was mit Selbstzweifel zu tun, ne? Wenn man da ein Vertrauensproblem, dann hat man in sich selbst Zweifel. Ne? Also diese Selbstzweifel, das da dran, weg damit. So, ne? Das ist so sein Weg und du bietest ihm die passende Plattform, meine Jute, nämlich die Liebe und die Gefühle. Es steht hier mit den Sternen unter einem, als abschließende Karte, unter einem guten Stern. Ne, das ist die Sterne sind für mich immer erstmal klare Sicht, Klarheit über eine Situation. Und aber auch, ja, wenn was, ne, man sagt ja so, hoch, der ist unter einem guten Stern geboren. Versteht ihr, was ich meine? So, darum geht es auch. Jetzt gucken wir mal auf deine Seite. Das möchte ich doch mal gerne machen. Jetzt gucken wir mal auf deine Seite. Wo ist denn deine Seite? Wo bist du denn? Wo bist du? Ah, hier. Die mischen wir mal jetzt noch mal ganz konkret, ganz konkret durch. Einmal ganz durch. Und dann geht es los. Okay, wenn sie raus will, will sie raus. So, aber jetzt. Wie sieht es mit deinem Seelenplan diesbezüglich aus, was eure Liebe angeht? Oh, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Da wollen wir mal gucken. Ich hoffe, die Legung gefällt euch mal, das aus so einer Perspektive zu sehen. Und nicht nur, das passiert, wird er sich melden, wird er sich nicht melden oder so. Ich kann verstehen, dass das total einem auf der Seele brennt. Volles Verständnis, absolut. Aber ab und zu muss man doch auch noch mal woanders hinschauen. Nö, machen wir denn mal hier mal. Und dann mache ich es mal hier. Komm. Gucken wir mal. Legen wir hier hin. So, oh. So, bei dir sieht die Sache ein bisschen anders aus, meine Liebe.
Bei dir sieht die Sache ein bisschen anders aus als bei ihm. Das, oh. So, pass mal auf. Wir haben hier, das ist ganz witzig, als erste Karte den Turm, den hätte man ja eigentlich dann bei ihm erwartet, ne? Wie die Situation oft so ist, ne? Rückzugssituation, aber das sehe ich gar nicht hier. Also, sondern ich sehe eher, dass die Liebe sich so ein bisschen von dir zurückgezogen hatte. Zumindest meine ich, dass hier die fleischliche Liebe, jetzt das war das Wort, die Fleisch, du weißt, was ich meine, nicht die Liebe im Allgemeinen jetzt so, ne, zu egal wem, sondern so in dieser Beziehungsform, Liebes Beziehungsform, du weißt schon, was ich meine, Mensch. Ne? Dass du das Gefühl hast, ach, irgendwie soll ich denn diese Liebe, so wie ich das mir wünschen würde, denn nicht lieben, so, dass du sowas schon mal gedacht hast. Das meine ich mit so zurückgezogen. Aber sie ist in dein Leben wiedergekommen und es scheint dich sehr erwischt zu haben bei dieser Sache und es blockiert ganz genau. Du bist eigentlich durch sein Materielles, was ich vorhin mit dem Esel, dem Packesel und dem Koffer voller Gold beschrieben habe, ne? Du bist da in seinem materiellen Universum gefangen, sozusagen mit ihm, weil du kannst ja nicht auf seiner Seite etwas verändern. Und wir wollten ja auf den Seelenplan bisschen, etwas mal einen Schritt zurückgehen und das mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Und aber auf eure Liebe bezogen, ne? Und nicht auf dein komplettes Leben jetzt mal. Auf diese Facette deines Lebens und deines Plans, deines großen, übergeordneten. Und da bist du, guck, und hier haben wir die Blockade, da bist du so ein bisschen mit ihm gefangen. Und die Tragik dabei ist halt, dass diese Liebe zwar eine Liebe ist, aber immer mit Sehnsucht so ein bisschen behaftet, ne? Und das ist so die Tragik dabei. Und du, deine Aufgabe ist es, zu akzeptieren, da gibt es einen ganz tollen Spruch, Gott schenke mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und dann geht es weiter, ich habe aber, weiter weiß ich jetzt nicht. Gib mir, so, und dann, ne, aber das gehörte auch zu Befehl, die letzten zwei Sätze jetzt weg. Aber Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und trotzdem bei mir zu bleiben, ne? Das ist so, sehe ich so dein, guck mal, du hast hier den Sarg als wirklich, also du kannst da als so Oberthema über dem Ganzen ist dein innerer Wachstum, ne? Das ist, wenn du auf deiner Seite bleibst, weil du kannst das nicht, du musst da auch loslassen lernen. Lernen loszulassen, dass du nicht für ihn das beschleunigen kannst oder für ihn die Schritte, gewisse Schritte gehen kannst. Gewisse Schritte muss er einfach alleine gehen, weil sonst lernt er nicht, das funktioniert. Du kannst dich dreimal im Kreis drehen und Handstand machen. Das funktioniert nicht, ne? Du lass dich mal auf den Flow, auf den Lebensflow da ein. Und ja, ich sehe das Ganze auf jeden Fall, dass du ankommen möchtest. Guck mal, der Anker, das Haus und dein Wachstum da drin in, auf dem Weg zum Ankommen. Und das wirst du. Ne? Mach dir da mal gar keine Sorgen. Das wirst du. Also ich sehe das auf jeden Fall, dass das in den sicheren Hafen hier so, ne, hier haben wir es ja wirklich doppelt bestätigt, der Anker ist immer dieses Ankommen, ne, in den Hafen einfahren, Anker werfen, dann stehst du aber das Schiff. Und das Haus ist ja diese Festigkeit und das Fundament, dass du weißt, hoch, ich gehe jetzt arbeiten, wenn ich nach Hause komme, ist das immer noch alle genauso, ne? Und nicht hier, dann ist alles, dann ist auf einmal keiner mehr da. Sinnbildlich, ihr Haus ist weg. Oder, ne? Ja, also es ist, du, ich hoffe, du verstehst das. Das ist deine Aufgabe ist hier. Er hat die aktive Karte drin gehabt, den Reiter. Da habe ich gesagt, jetzt muss er aber mal hier so ein bisschen den Popo vom Sessel kriegen, ne? Und auch mal so ein bisschen den Kampfgeist, den inneren Löwen, so wieder. Und sich sagen, oh, ich will jetzt aber auch noch leben. Ich will nicht in Lethargie leben oder in Gefangen, in meinen vermeintlichen finanziellen Sicherheiten oder Ängsten vor Verlust oder was auch immer oder materiellen
Verlust, wie auch immer, und kann nicht loslassen, will nie irgendetwas loslassen. Das gehört aber zum Leben dazu, damit wir weiterkommen. Wir müssen loslassen. Es ist nur bei jedem völlig unterschiedliche Dinge. Aber es geht immer am Ende um Loslassen. Und wir müssen das einfach, wir werden da immer, immer, immer wieder rangeführt. In kleinen, bei kleinen Themen wie bei größeren Themen. Und da kommen wir auch nicht drum rum, da können wir uns nicht drum rumschlängeln. Und da kann man auch nicht sagen, ich setze mich jetzt hin, mach die Augen zu und halt mir die Ohren zu und dann sieht mich keiner und hört mich keiner. Nee, so funktioniert das nicht. Ne? So wie man als Kind dachte, ja, wenn mich keiner sieht, dann, wenn ich den nicht sehe, dann kann der mich auch nicht sehen. So versteckt hinterm Sessel, ne, voll sichtbar alles. Wer kann sich da nicht dran erinnern in Kinderzeiten? Verstecken gespielt. Und dann war ich mir wirklich da auch sehr sicher, wenn ich den jetzt nicht sehen kann, habe ich so gelugt hinterm Sofa her, ne. Von oben, man konnte ja alles sehen. Wenn anders stand. Aber ich dachte, ja, wenn ich jetzt so vorsichtig am Ende sieht, mich dann auch nicht. Das war die Logik eines Kindes so. Aber so funktioniert die Logik in seinem Leben nicht mehr. Und du musst einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich lasse da seinen Turn los und jetzt muss er. Ne? Weil er muss den Reiter aus der Tasche holen. Er muss da aufs Pferd und let's go. Das nützt alle nichts. Und da kommt er nicht drum rum. Dann siehst du so eure beiden Aufgaben, eure beiden Herangehensweisen. Ich wollte noch mal eben inneren Buddha ziehen. Ich habe meine Karten ja schon hier alle ordentlich. Ach, hier ist er. Muss ich noch mal alle rausholen. Ne, das geht jetzt ganz schnell mit dem Umzug. Und schrubbel die Bubbel. So. Jetzt gucken wir mal. Ui. Kontrolle führt zu Verlust. Ich, das ist doch wohl der Knaller, oder? Jetzt sag doch mal ehrlich. Ich werd verrückt. Da, wie passt das denn jetzt bitte, oder? Das ist doch wohl richtig krass. Lasse vorgegebene Konzepte, übernommene Meinung und feste Vorstellungen los. Und erfahre die Wirklichkeit unmittelbar. Einfach mal überdenken. Was sind denn die vorgegebenen Konzepte, Weltkonzepte und was hat die andere? Welche Meinungen sind tatsächlich aus dir heraus? Wirklich ungeschönt, ungefiltert aus dir heraus? Und welche sind eigentlich von anderen übernommen irgendwann mal im Laufe des Lebens, ne? Oder diese Vorstellung von, wie man zu leben hat, was richtig ist, was moralisch richtig ist, was ist wirklich, was fühlt sich für dich so an und was ist von außen. Ich meine, ich sag mal ein Beispiel, Leute. Das finde ich nämlich ganz interessant immer, das sage ich ganz oft. Stellt euch vor, es ist wirklich noch nicht lange her, ein Menschenleben ist ja nicht so jetzt die Welt, ne? Wenn wir mal im Vergleich zur Erde und so weiter, ist das ja ein Furz im Wind. Ne? Jetzt nehmen wir mal ein Menschenleben, der heute 90 ist. Der dreht doch mal bitte die Zeit zurück. Was dieser Mensch im Außen gezeigt oder im Außen durch Erziehung, durch andere, durch soziale Umfeld, durch alles, was der für ein Bild mitbekommen hat, was ist richtig, was ist falsch? Ich kann euch eins sagen, fast alles davon ist heute falsch. Und also alles ist praktisch auf verdreht. Jetzt, was ist denn jetzt richtig? Also waren die jetzt vor 90 Jahren bescheuert? Oder meinetwegen, da brauchst du ja nur 50 Jahre zurückgehen. Das reicht ja eigentlich schon. Oder wie ist das jetzt eigentlich? Und wer, was da ist aus einem selber, weil man selber so fühlt oder was, weil man einfach nur mitgeht und das gehört sich nicht und Popeln gehört sich nicht, weil das, wer sagt denn das? Nur mal jetzt Popeln. Wer verdammt nochmal, wenn man es, ich mache das auch nicht, dass ihr denkt, ich popel jetzt, ich will das nur mal als Beispiel nehmen. Wer um alles in der Welt sagt, da hat irgendwann mal Knigge oder sonst wer gesagt, Popeln geht nur, wenn du alleine bist. So. Und
Die Kinder machen das. Warum? Weil sie nicht verstehen, warum ist es, das ist natürlich, da ist was drin. Ich habe meine Finger, die passen da rein. Also muss das Ding da rein, gehört hat oder rein, um was rauszuholen. So, das ist die ganz normale. Ich habe ein Loch im Ohr, da passt mein Finger, alles klar, dann muss ich auch damit. So, und wenn man sagt, nee, das macht man nicht, ja dann, hä, warum? Das versteht so ein Kind, warum? So, aber das wird so eingeprägt, dass man es nachher selbst eklig findet, wenn es andere machen. Und zwar nicht aus einem selber heraus. Geht ja nicht, sonst hätte man es als Kind ja nicht. Sondern weil irgendjemand mal gesagt hat, wenn ein Mensch den Finger in die Nase steckt und einen Popel damit rausholt, dann ist es ein ekliges Ferkel. So, ne? Versteht ihr, das war jetzt vielleicht ein bisschen, ihr kennt ja meine Beispiele, sind vielleicht immer ein bisschen sehr krass. Aber es ist doch mal die Wahrheit. So, und da überprüft doch mal, was ist denn davon? Was ist denn dein Popel davon? Nein, aber mal ernsthaft. Und da fängt es an und dann kann man es doch auf ganz, ganz, ganz viele andere Sachen übertragen. Und ich habe mir in meinem Laufe meines Lebens sehr viel über sowas Gedanken gemacht. Und ich habe mich sehr bei ganz, ganz vielen Sachen gefragt. Wieso müssen wir das jetzt alle so finden? Nur weil einer mal gesagt hat, und warum müssen wir uns einfach alle, und wer das nicht so findet, der wird dann irgendwie aussortiert oder so. Ne? Das sind ja oft ganz banale Sachen. Ah ja, gut. Aber, ne, und dann wird das mal im Laufe, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das wird doch eh wieder alles auf den Kopf gestellt. Wenn wieder 100 Jahre vergehen, dann werden die bestimmt sagen, guck mal, wie die damals. Was war's? Das waren ja noch Neandertaler. Ne, so ungefähr wie die, ne? Und dann ist das wieder denen eingepflanzt, sozusagen, programmiert worden, ne? Also entprogrammieren diese ganzen Dinge und einfach mal gucken, was ist denn, was fühlt sich denn dann, was bleibt denn dann, ne? So, meine Lieben, die Schusseline hat genug gequatscht für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, dafür, dass ihr, mich immer so unterstützt hier. Danke für eure Kommentare an jeden von euch. Herzlichen, herzlichen, herzlichen Dank. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich könnte mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, was euch so als nächstes interessieren würde für Videos. Ne? So, alles klar, meine Lieben. Jetzt bin ich wirklich weg. Tschüss.